zum Ende raus. Der gerne surfen geht. Kosten auch schon 55.000. Eine Uplay-Belohnung. Sieht aber nicht gut aus. Nehme ich sowieso nicht. Also es wird sicherlich mit gerade mit Addons und Co. noch einiges mehr werden. Ach, nehm mal das, komm. Kann ich mir nicht leisten, nehm mal das. Es gibt immer zwei Arten von Credits. Was? Was ist das denn? Ach so, okay. So wie es aussieht, kann man diese Crew Credits für echt Geld kaufen. Das machen wir natürlich nicht. Das ist Wahnsinns. Dass es so ein Mist immer noch gibt. Der sieht gut aus, anders. Den kann ich mir noch leisten. Also ja, kein Geld für Geld ausgeben. In den Farbe, das machen wir jetzt mal nicht. Das dauert sonst zu lange. Dann machen wir nachher mal ein extra Video. Hier kann man wieder richtig tunen. Spoiler, Felgen, Spiegel, Motorhaube. Das gab mal ein anderes Game, das konnte das früher auch. Wie hieß es denn nur wieder? Ach, das fällt mir gerade gar nicht ein. Da kann ich jetzt noch nirgendwo was kaufen, natürlich. Toren, Bremsen, Reifen, alles da. Alles, was das Tunerherz begehrt. Kann man noch alles über so Herausforderungen und einige Events freischalten. Gehen wir in den Demo-Modus, gucken wir uns mal an, wie die Karre fährt. Dann kann man sich praktisch anschauen, wie sein Auto sich an Fahren verhält, auch wenn es jetzt natürlich im Stand ist. Kann man eine freiere Kameradrehung. Man kann auch Gefahrenstunts machen. So. Aber jetzt fahren wir erstmal das restliche Prolog-Ding zu Ende. Kann man den Prolog schon fast eine Stunde verbringen, wenn man sich beim Tuner zu viel Zeit lässt. Alex, komm zu dem Ort, den ich dir jetzt schicke. Ich will sehen, wie du klarkommst. Hey, komm mal klar. Wo muss ich denn hin? Da. Fahrtest. Dass der Peter noch richtig Erinnerung hat, müsste es eigentlich der Abschluss des Prologs sein. Da unten sieht man noch gerade schön im Eck. In-Game-Herausforderungen, die schauen wir uns später nochmal an oder in einem extra Video, je nachdem. Das wird nicht klappen. Es reicht, ich komme. Wie die Frau auf die Idee gekommen ist, weiß ich jetzt zwar auch nicht, weil ich war direkt auf dem Weg mit Wegpunkt, aber hey. Geht's. Okay, okay. Die NPC-Autos sehen schon ein bisschen gammelig aus. Also da hätten sie sich ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können, aber auf die achtet man ja sowieso nicht. So, hier sieht man es auch schön. Je besser man abschließt, umso besser ist die Belohnung. Das Auto aufleveln ist auch. So. Die Frau ist eigentlich kein Problem zu schlagen. Die fährt nur Ideallinie, aber man kann es auch böse verkacken. Man kann das Event auch immer schön wiederholen mit besseren Autos später, falls man es wirklich nicht schafft. Ich helfe nicht dabei, alle 5 Tents einzulochen. Mich interessieren korrupte Bullen und Mörder, sonst nichts. Apropos Mörder, wir verpassen Schiff lebenslänglich. Killst du ihn? Gehst du zurück in den Bau? Wie man hier hört, die übliche. Irgendwer hat irgendwen verraten, Story. Irgendwer saß wieder mal im Knast. Du bist geil auf Coburn, schon klar. Aber wofür brauchst du mich? Coburns Schwäche sind die 5 Tents. Er hat das halbe FBI in der Tasche. Nehme ich ihn mit regulären Ermittlungen, wüsste er sofort. Verdammt. Auf Schiff ansetze, super. Du hast das Können und ein Motiv, das durchzuziehen. Furchtbar. Auch dieses Event muss man gewinnen. Sonst fährt man es immer wieder. Wie Bundesbeamte illegale Straßenrennen fahren. Nur um was auszuprobieren. Jede Form Rückschluss. Ey, das ist unglaublich. Bleib hier, du. Und wohin?
Wohin geht's jetzt? Ich habe ein HQ eingerichtet. Wir brauchen einen sicheren Ort, von dem aus dich deine Crew unterstützen kann. Meine Crew? Deine Crew. Ein V-Mann ist nur so gut wie das Team, das hinter ihm steht. Kann auch schön überall abkürzen, ohne Strafen, ohne Reue. Ja, so freies Autofahr-Gameplay an dem Rennspiel hatte man echt schon lange nicht mehr. Lief doch gut. Hust, hust. Oh, ist aber gut verbeult. Noch nur Bronze, verdammt. Naja, immerhin. Und ausschalten. Wenn ihr das reinnehmen könnt, direkt reinballern, wenn es besser ist. Am Anfang auf jeden Fall. Am Ende gibt es dann noch Modifikationen mit mehr Grip, mit mehr Beschleunigung, mit mehr Bremsen. Je nachdem, was man halt mehr haben will und wie man sich abstimmt. Kann natürlich alles dann in Werkstatt und Hauptquartier nochmal angepasst werden, wie man es haben will, wenn man dann genug Teile gesammelt hat. Ich weiß es doch! Ach, Menno. Es ist schon schlimm manchmal. So, hier lassen wir die Erklärungen mal durchlaufen, weil die sind ganz wichtig. So oder so, das ist erstmal unser Zuhause. Hier, hab alles Wichtige zusammengetragen. Der 510 Motor Club. Was als illegaler Street Racing Club begann, hat sich in 5 Jahren zu einem weit verzweigten Bandenkartell entwickelt. Mit Chaptern in jedem Staat. Fehlerware geht nach Südwesten und Schmuggelware nach Nordosten. Kurz, alles was in ein Auto passt, schmuggeln die Five Tens. Die beiden Ziele? FBI Special Agent Bill Coburn. Wir wissen, dass er korrupt ist, aber der Beweis fehlt. Und Dennis Jefferson, alias Schiff. Zusammen haben sie die Five Tens umgekrempelt. Coburn bietet Informationen und Schutz vor dem Gesetz. Schiff erledigt die Drecksarbeit. Die Five Tens tätowieren sich ihren Rang. Schiff ist der König. V8. Dein Job? Infiltriere den 510 Motor Club. Verdiene dir dein Tattoo und steige auf. Finde den Beweis gegen Coburn und wir packen Schiff gleich mit ein. Einer der Chapter-Bosse muss für dich bürgen, damit du dein erstes Tattoo bekommst. Verschaff dir Ansehen auf lokalen Strecken, mach Karriere und hör erst auf, wenn du bei Schiff ankommst. Du kannst hier deine Vorteile und die Upgrades für deine Wagen und Fertigkeiten verwalten. Je besser du wirst, desto mehr Vorteile stehen bereit. Das ist eine Sammlungstafel. Du findest sie bei jedem Händler und Tuner. Mit der Tafel kannst du Wagen und Ausstattungen verwalten. Darüber hast du auch schnellen Zugang zu allen Händlern und Tunern weltweit. In der Werkstatt des HQ kannst du die beim Tuner gekauften oder durch Missionen gewonnenen Fahrzeugteile einbauen. Verbaue immer die besten Teile. Nur so steigerst du die Stufe und Leistung deines Wagens. Du kannst dein Schätzchen auch lackieren oder mit Aufklebern und anderem aufhübschen. In der Werkstatt kann man auch durch Unfälle verursachte Schäden beseitigen. So. Wir haben noch nicht viel. Ich habe nicht viel Macht. Vorteile schauen wir uns nochmal noch an. Kann man durch diese Vorteilspunkte oben rechts zu sehen, sich nach jedem Person, die man freischaltet, das sind dann diese Bosse, immer neue Vorteile freischalten, die dann eben den Loot erhöhen, sprich das Geld, oder eben auch die EP, die man bekommt. Reduziert auch Preise, auch immer sehr gut, Doppeleffekte, kriegt man dann auch mal mehr Punkte für ein abgeschlossenes Ding oder für einen Levelaufstieg. Hier in diesem Fall hat sie halt jetzt als Fahrzeugverbesserung bessere Bremsen. Hier gibt es noch Bonus für den Koop-Modus. Die kann man auch kaufen für die Crew-Credits. Was aber fast schon wieder echt Geld kostet. Also machen wir das nicht. Echt Geld gibt's nicht. Ich habe schon 60 Euro für das Ding hier gelöhnt. Mehr hiermit nicht. So. Genau, hier werden dann die ganzen Dinger freigeschaltet. Die sind ja jetzt noch alle dicht. Die ganzen Sequenzen kann man sich nochmal angucken. Das sind dann von jedem Ort unterschiedlich. Hier jetzt im mittleren Westen, wo man startet.
Hier kommt das geheime Auto hin, wenn man es gefunden hat. 20 Teile flacken in der Gegend rum, die werden auf dem Radar angezeigt. Das pulsiert dann erst rot, dann orange, dann grün, je näher man rankommt, dann fährt man in die Nähe und dann wird das Teil schon freigeschaltet. Und in der Werkstatt dann natürlich, wie schon gesagt, alles, was man schon hat an Sachen, kann man dann hier wieder tunen. Kann man auch zufällig zusammenstellen, aber das ist jetzt eher nicht so mein Fall. Aber tunen machen wir mal extra, wenn ich mehr Zeug freigeschaltet habe und die Golden Plate Belohnungen auch aktiviert sind. So, das war der Prolog. Jetzt kann man theoretisch mal eben von Detroit nach L.A. fahren. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde, könnt ihr schon mal einplanen. Mit Unterbrechungen sind auch eine Stunde unterwegs, wenn ihr euch die ganze Zeit ablenken lasst, so wie ich. So, das war Video Nummer 1. Weitere Folgen bald. Fazit und alles kommt dann noch später. So, dann bis zum nächsten Video, das ich wahrscheinlich heute noch machen werde.